Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Tineco Intelligent Nass- und Trockensauger. Das ist echt innovativ, was sie da geballert haben. Es ist nämlich ein Waschsauger. Das ist voll geil, also wirklich Homies. 3 in 1 Bodenreiniger und der heißt Floor One. Floor ist halt euer Boden und One heißt, das ist das einzigartige erste Gerät in dieser Sektion ist. Und S3 wird wahrscheinlich vielleicht wegen Season 3 heißen, ich weiß es nicht. Es beinhaltet eine leichte Bauform, es hat auch eine optimierte Saugleistung und optimierten Wasserdurchfluss zum Reinigen von harten Böden. Das heißt, ihr benutzt dieses Teil nicht primär auf normalen Teppichboden, sondern eher auf Holzböden, auf Plastikböden, auf Betonböden, denke ich mal, wäre auch möglich, auf Laminate etc. Also alles, was eine feste Struktur hat, wird dieser Vakuum- und Waschsauger reinigen können. Der Floor One S3 verfügt über eine iLoop TM Smart Sensor. Dieses iLoop Smart Sensor Ding ist echt cool. Das ist nämlich dafür da, dass es sich intelligent an eurem momentanen Bodenstandard optimiert oder anpasst. Das ist wirklich geil. Der nass und trocken Schmutz auf dem Boden wird dadurch intelligent erkannt und innerhalb von Bruchteil einer Sekunde wird die Saugleistung und in dem Fall natürlich auch der Wasserdurchfluss automatisch angepasst. Die Böden trocknen schnell und dadurch streifenfrei. Geil! Hausarbeit kombinieren und Zeit sparen. Der Floor One S3 nimmt den Schmutz mit seiner kräftigen Leistung auf und man wischt den Boden dabei in einem Schritt. Das sorgt für eine optimale Komplettreinigung. Also eigentlich das, was wir jetzt bis heute, auch ich, immer in zwei Schritten erledigen mussten. Sprich erstmal Staubsauger aus, saugen, damit ist der grobe Schmuck weg. Und dann Wischmopp raus, den Wischmopp feucht machen und mit dem Wischmopp nochmal über die gleiche Fläche gehen. Der besagte Floor One wird es in einem Schritt erledigen. Das finde ich sehr innovativ. Wir haben ein, und was noch dazu ist, zumindest das Staubsaugen vorher, war kabelgebunden. Jetzt haben wir alles, diese beiden Vorgänge in einem und das auch noch ohne Kabel. Voll geil. Bequemer Akkubetrieb sorgt für bis zu 35 Minuten Laufzeit. Perfekt für kontinuierliche Reinigung daheim. Und auch wenn jetzt 35 Minuten sich nicht so viel anhören und wenn wir jetzt noch etwas im faktischen Gebrauch runtersetzen, sprich gehen wir mal auf 25 runter, wenn es so sein sollte, wenn ihr zum Beispiel immer auf volle Power laufen lasst etc. Aber wer braucht 25 Minuten, um seine ganze Etage zu reinigen? Also das reicht voll und ganz. Ich denke mal, also so eine Etage wie hier mit den Hartholzböden, mit den Laminatböden, dauert 10 Minuten bis 15. Eine Runde. Die andere Runde, die wir ja dann bei einem normalen Staubsauger noch dranhängen müssten, wären dann auch nochmal 15 Minuten. Dann wären wir auf mindestens 30 Minuten, was eine Ebene im Haushalt, also Standardhaus von 125 Quadratmetern, eine Ebene brauchen würde. Hier gehen wir jetzt hin und werden diese beiden Runden, die zusammen ja dann 35 bis 40 Minuten dauern würden, weil wir müssen das Zeug ja noch holen, dann müssen wir das waschen, anwaschen etc., wird jetzt auf 15 Minuten heruntergestuft. Cool. Echt cool. Finde ich geil. Wir haben ein LED-Universal-Display, integrierte App-Anbindung und eine nützliche Sprachassistenz am Start zur Überwachung der Saugleistung und Flüssigkeit, die drin sind. Also sprich, das Abwasser wird gescannt und dann wird euch per App gesagt, ich bin voll. Und natürlich auch das Frischwasser und der Staubbehälter und die Rolle und. Also alles wird über
überwacht mit intelligenten Sensoren, die dann euch durch die App dann auch dort die Info als Feedback zurückgeben. Voll geil. Saugen und wischen mit einem intelligenten System. Das ist reinigen neu definiert. Das ist die Tineco Flow One Air 3. Das ist ein intelligenter Akkustaubsauger. Und was auch toll ist, wir haben hier ein Brushless-System drin. Ne? Ein Brushless-Motor der neuesten Generation. Das heißt also, wir haben weniger Krachentwicklung. Er ist leiser. Und wir haben dadurch natürlich eine optimierte Leistung. Das heißt, er kann elektronisch viel sinnvoller angesteuert werden als alte Bürstenmotoren. Saugen und wischen mit einer wirklich intelligenten Erkennung. Der verfügt über die intelligente A-Loop TM-Sensor-Technik von Tineco. Er erkennt dadurch nasse und trockenen Schmutz auf den Böden und passt die Saugleistung mit dem Wasserdurchfluss automatisch an. Er saugt hartnäckigen, klebrigen Schmutz kräftig ab und wischt in einem bequemen Durchgang gründlich nach. Der Boden trocknet danach schnell und reifenfrei. Geil! Wir haben ein universales LED-Display. Das überwacht die Reinigungsleistung, den Ladezustand, warnt bei Blockaden und bietet weitere Funktionen, Meldungen und Wartungsmitteilungen, dienen als nützliche Hilfe und natürlich als intelligente Reinigungslösung. Akkubetrieb, leicht und transportabel. Dank des leichten und kabellosen Gehäuses lässt der Flow One frei bewegen, Treppenstufen problemlos herauf- und herunterfahren und natürlich auch reinigen. Und in jedem Winkel könnt ihr damit hin von eurem Haus. Weil sonst ist man immer mit Kabel gebunden. Hat einen riesengroßen, fetten, leistungsstarken Staubsauger hinter sich hergezogen. Klar, hat auch funktioniert. War aber umständlich. Das hier ist eine smarte Sache. Vor allen Dingen am Anfang in den letzten Jahren waren die Akkustaubsauger nicht leistungsstark. Durch die Einführung der Brushless-Motoren jetzt ändert sich das gerade und wir haben ein wirklich sehr starkes, sehr innovatives System hier am Start. Leistungsstarke Motoren mit leisem Betrieb. Leises Reinigen, ohne dabei die Familie und Haustiere zu stören. Dank der präzisen geführten Luftkanäle und den geräuschgedämmten Gehäusematerialien arbeitet die Digitalmotoren des Flow One leistungsstark und ultraleise. Wir müssen hier natürlich mehrere Motoren verbaut haben, weil wir haben ja ein Saugen, wir haben unten eine drehende Welle, das ist so wie so eine Malerrolle ist das zu sehen. Die dreht sich ja auch, das heißt, da muss auch ein Elektromotor drin sein. Wir haben also mehrere Komponenten, mehrere Motoren verkauft. Wir haben ein mehrstufiges Selbstreinigungssystem auf Knopfdruck. Das heißt, nie wieder verschmutzte Rollen anfassen. In dem Fall ist es jetzt nicht die Rolle, die wir ja früher angefasst haben, sondern so ein Wischmopp. Den musste man ja immer sauer machen, mit der Hand. Naja, ging auch, aber war schon dreckig. Hier ist es wirklich geil gelöst. Wir haben nie wieder verschmutzte Rollen. Der Flow One spült die Bürstenrolle und die Leitungen von innen automatisch auf Knopfdruck. Die Hände und das Gerät bleiben dabei sauber und unser Zuhause bleibt frei von Gerüchen. Sehr smart. Nice. Stets mit sauberem Wasserwischen für eine vollkommen saubere Bude sorgt das kontinuierliche Wischen mit einem frischen Wasser. Zwei Tanks sorgen dafür, dass das Wasser sauber und mit dem Reinigungsmittel von trockenem Schmutz und Schmutzwasser getrennt bleibt. Wirklich cool. Oben ist also sauberer Tank, unten ist sozusagen der Schmutzwassertank. Den müssen wir natürlich ausleeren und nicht trinken. Wir haben eine nützliche App-Integration und Sprachassistent. Eine vollständige und intelligente Reinigungslösung bietet die Anbindung an die Tineco-App. Sie ermöglichen eine Leistungsüberwachung in Echtzeit, Wartungsalarme, technische Hilfen, Störungshilfe und weitere Funktionen. Ja, es ist in Deutsch und Englisch verfügbar, die Sprachassistenz und die weitere Funktionshilfen bietet sie beim Reinigen. Und was richtig geil ist, kompakt, bequem und multifunktionale Docking Station. Wow, gut organisierte, durchdachte Aufbewahrung mit voller Ladefunktion. Die kompakte und komfortable Docking Station des Flow One S3 dient zum Aufbewahren und Laden des Gerätes. Es reinigt sich außerdem selbst, sodass weder Schmutz noch Rückstände auf dem Boden zurückbleiben. Also wirklich endgeil. Super pooper. Und wenn ich habe schon ein Tineco-Produkt und wenn die Qualität nur annähernd so gut ist wie bei meinem ersten,
der günstiger war als der Floron, wird dieses Teil hier mich so richtig wegflashen und euch, denke ich mal, aus. Wir haben also alles hier in dieser fetten Box. Es gibt ein Floor 3 und ein Floor 1 S3. Ich würde euch dazu raten, holt den Floor 1 S3, weil der ist einfach optimierter. Der hat eine höhere Batteriekapazität. Der hat nämlich 4000 mAh Akku verbaut und kann bis zu 35 Minuten saugen und wischen. Der Vorgänger, zum Beispiel der iFloor 3, der hat nur 3000 mAh und 25 Minuten. Natürlich, der wäre günstiger und auch ein gutes Gerät, klar. Frischwasserbehälter liegt bei 0,6 Liter, Schmutzwasserbehälter liegt bei 0,5 Liter. Warum ist der Schmutzwasserbehälter weniger groß als das Frischwasser? Wir lassen ja ein wenig Wasser auf dem Boden, also auch wieder smart mitgedacht. Die iLoop TM Smart Sensor ist in dem Floor 1 S3 drin, in dem Vorgängermodell nicht. Denkt dran, Saug- und Wischsystem mit Intelligenz ist das ja dann. LED Universaldisplay haben beide und die App-Integration gibt es nur beim Floor 1 S3 und natürlich der Sprachassistent auch. Also sieht fett aus. Lautstärke liegt laut Angaben bei 78 Dezibel, die Laufzeit bei 35 Minuten und das Teil soll ungefähr 4,5 Kilogramm wiegen. No, das hört sich alles top an und wenn es nur annähernd so top ist wie das andere Ding, was ich habe, dann wird das hier mich absolut wegflashen. Yeah! Schauen wir uns die Verpackung an. Sie sieht schon mal sehr edel aus, wirklich sehr edel. Wir haben eine große Verpackung, weil das Teil selber ist ja auch nicht gerade kompakt. Ja doch, es ist kompakt, aber trotzdem muss ja die ganze Technik irgendwo untergebracht werden. Das heißt also, sie ist so groß dimensioniert, wie ein Staubsauger nun mal ist. Es ist jetzt nicht, also es ist bautechnisch anders gewählt als ein Standard-Staubsauger, der mit einem Stab ausgestattet ist und hinten noch so den Motorblock mit sich führt. Hier ist alles kompakt in einem Stab gesetzt, anstatt bei dem anderen System in mehrere. So, boah. Hier sehen wir auch, was drin ist. Wir haben hier ein Reinigungsmittel drin. Wir haben hier drin die Rolle. Wir haben ein Reinigungstool. Wir haben HEPA-Filter, zwei Stück. Also HEPA-Filter sind auch drin. Das heißt also, die Luft, die hier natürlich dann auch mit ins System kommen wird, dadurch, dass hier ja ein Vakuum im Motor erzeugt wird. Der Motor wird hier in der Mitte sitzen, denke ich mal. Das heißt, der Vakuummotor wird ja hier dann alles anziehen, wird das hier abstreifen und hier wird noch ein Pumpensystem sein, was es dann wieder in die Rolle bringt. Hat natürlich trotzdem dann ein Vakuum, welches dann ja die Luft hier herausholt und dann ausstoßen wird. Besser auch HEPA-Filter, dass auch aus der gebrauchten Luft dann auch eine wohlig warme, angenehme, besser aufbereitete Luft wieder zurückkommt. So, dann haben wir die Ladestation und Ladekabel. So, hier unten. Hier stehen die ganzen Smart Features. Ne? Wir haben sogar eine LED-Beleuchtung, ist das? Nee, oder? Weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass eine LED-Beleuchtung dabei ist. Der soll 2,5 Mal kräftiger sein, der Motor, weil er ja brushless gesetzt ist und 35 Minuten Laufleistung. Also ihr seht, ihr könnt alles reinigen, was geht. Super für Haushalte mit Hunden, Katzen und anderen Tieren, wie Schweine, Giraffen und Elefanten. Dann ist es cordless, also ohne Kabel, wirklich cool. Wir haben zwei Tanksystem, wir haben eine App-Integration und hier unten seht ihr schon mal das Smart-LED-Display. Wi-Fi-Indicator, das heißt also, wir können das auch mit unserem Wi-Fi zu Hause verbinden. Power-Indicator, dann der CVT-Empty, DVT full or blocked. Das heißt also, hier haben wir das Ansaugsystem, ob das blockiert ist oder voll ist. Batterie-Management-System ist drin, das ist die Zahlenkombination, wie viel Prozent. Die Self-Cleaning-Icon, es geht an, wenn er sich selber reinigt. Der Brush Roller Tangle Indicator, das heißt, der zeigt euch wirklich smart an, ey, pass mal auf, hier ist was, ne? Wenn was leer ist, wenn was verstopft ist, wenn was voll ist. Und hier gibt es einen automatischen Modus und hier der Dirt Motoring Loop. Das heißt, dieses Teil zeigt euch an, wie stark gerade der Motor in seiner Leistung ist. Der kann dann von sanft und ruhig bis volle Power und angenehm im Sound geregelt werden. Denn das erste Tineco-Gerät, was ich habe, ist wirklich leise.
im Zusammenhang mit seiner Leistung. Wirklich cool. So, und jetzt gucken wir rein, was wir hier haben am Start. So, wir öffnen jetzt und gucken. Oh, das ist immer wieder eine Freude. Ich liebe moderne Technologie, wie ihr seht. Es ist wirklich interessant. Super cool. So, ihr seht hier schon Quick Start Guide oben in der Verpackung. Das ist auch sehr schön. Das wird bei Edelmarken oft jetzt immer angewandt. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung beiliegen. So, schauen wir uns die auch mal an. Wir haben eine deutsche und Bedienungsanleitung Instruction Manual. Also hier haben wir mehrsprachig, ne? Bedienungsanleitungen, zwei Stück. Dann haben wir hier das Reinigungstool. So sieht es aus. Also eine ganz schöne fette Bürste, echt. Sehr schön. Nice. Und hier hinten ist cool. Hier hinten kommt auch noch ein Messer raus, um sich umwickeln, also Sachen, die umwickelt waren, um eure Walze dann zu entfernen. Sehr sinnvoll, cool. Und vor allen Dingen ist es auch gesichert, indem sie hier im Griff integriert ist. Und hier kommen wir super in unsere Schläuche. Oh, schön. Schön weich, also es ist gar nicht so richtig hart, sondern es ist schön weich. Fühlt sich ein bisschen an wie Silikon. So, dann weiter geht's im Text hier. Wir checken weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir diverses Zubehör natürlich. So. Das wird wohl ein Haltesystem sein, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, zur genauen Positionierung kommen wir da noch. So, guck mal hier, haben wir da. Hier auch wieder irgendwas zum Halten, ne? Weil wir haben ja auch eine Ladestation und Reinigungsstation in einem dabei. So, weiter geht's. Hier ist Power Supply, AC-DC Adapter. Der kommt hier, oh, langes Kabel dabei, schön. Ist jetzt nicht nur ein halber Meter, das sieht mir wie ein Meter oder anderthalb Meter sogar aus. Vielleicht sogar zwei, ich bin da nicht so gut im Schätzen. Wir haben einen ganz normalen Transformator hier also angebaut. Er funktioniert mit 240 Volt natürlich von 100, Input 100 bis 240, das heißt also fast international einsetzbar. Der kann 50 und 60 Hertz, auch gut. Und der bringt Output 26 Volt, 1 Ampere. Nice. Da haben sie auch wieder international gedacht. So, jetzt holen wir ein bisschen Verpackungszeug. Hier. Was haben wir hier? Deodorant Cleaning Solution for Pet Odor Removing and Through Cleaning on Hard Floor. Hier ist also ein Reinigungsmittel mit integriert, welches die Gerüche sozusagen ja, neutralisieren soll. Sehr schön. Es ist, was sind das? 500 Milliliter sind dabei. Ja, also ganz normales Reinigungsmittel. Das ist aber natürlich optional. Ihr könnt da auch anderes Zeug dann reinkippen oder selber was mixen. So, hier haben wir einen HEPA-Filter. Oh, schön. Das ist ein guter HEPA-Filter, Homies. Wir haben also einen Papier-HEPA-Filter am Start. Dieser ist mit Lamellen ausgestattet. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein metallisches Gitter. Cool. Welches wir sogar... Boah, das ist auch nicht schlecht hier. Sehr sinnvoll. Das kann man aufklappen, um dann hier... Hört ihr das? Um hier dann an den einzelnen Lamellen zu reiben, um diese dann zu animieren, den Dreck wieder loszuwerden. So, drumherum haben wir eine schöne Gummidichtung angebracht, sehr schön verarbeitet alles. Es gibt nichts, was irgendwie wegfliegt oder so. Nice. So. Aber in dieser Preisrahmen sollte auch alles stimmen. Also, das ist Crème de la Crème hier. So, das hier ist eine der Reinigungsrollen. Wir sollten ja zwei Stück haben. Ja, ist wie eine Malerrolle. Vielleicht kann man ja auch Malerrollen nachrüsten dann. Wenn die zum Beispiel mal nicht mehr wollen, dann kann man die umrüsten. Das war jetzt ein Scherz, die kann man nachkaufen. So, hier ist natürlich ein Docksystem dran mit. Fühlt sich an wie Kugel gelagert. Könnte sein. Weil das so zart läuft, weißt du? Könnte gut sein, dass das Kugel gelagert ist hier auf der Seite. So, wir haben hier, das ist, fühlt sich an, ich rieche auch mal dran. Ja, das fühlt sich an wie ein Vlies und es wird auch ein Vlies sein. Und dieses Vlies ist dafür da, dass es dann mit Wasser beträufelt wird oder benetzt wird, um dann feucht durchzuwischen. Ne? Und das Intelligente daran ist, dass es einfach auch wieder gereinigt wird durch die Reinigungsstation und natürlich durch den
Staubsauger selber. Ist es überhaupt noch ein Staubsauger? Ein multifunktionierendes, super krasses Teil. Oder? So, was haben wir hier? Der Griff. Es ist bestimmt nicht der Griff ins Klo. Ohoho. So, hier haben wir noch ein paar. Was ist das hier? Ein Flyer? Floor 1, R3 Theories. This is my difference. Wir sollen also den Unterschiede der intelligenten Reinigungswirkung hier spüren und sehen. So. Das ist aus einem hochwertigen Kunststoff gebaut, wenn man daran fühlt. Hochwertiger Kunststoff ist genommen. Dann habe ich hier oben einen Knopf. Hier ist der Knopf. Und da ist auch so ein Blubber, Blubber, Blubber. Das heißt, das ist der Reinigungsknopf. Dann haben wir hier einen Automax-Knopf. Da Automax. Kann man drücken, hat auch einen haptischen Feedback. Also ein Automax-Knopf. Das heißt, hier gehen wir auf den oder können wechseln zwischen Automatikmodus, dass er smart das angrenzt, also wie viel er Saugleistung reinschieben soll oder weniger. Und hier oben ist einfach nur noch ein An- und Ausknopf. Und ne, wenn ihr das switcht, entweder Automatikmodus oder halt der Modus, dass das auf die maximale Stufe kommt. So, dann habe ich hier vorne ein Bajonett für ein Bajonettsystem, dass das integriert oder zusammensteckt und bleibt. Hier unten haben wir eine elektronische Verbindung mit zwei Kanälen, sehe ich. Wir haben nämlich vier Adern, die da durchlaufen. Oder es wird eins wird Masse sein und die anderen sind dann, Erde brauchen wir in dem Fall nicht. Das heißt, drei sind Datenbus, dann der normale Stromversorgung, eine Rückleitung noch und wahrscheinlich dann vielleicht die, ja, eine andere Leitung noch. Designtechnisch, wir haben hier ein schönes dunkles Anthrazit und in der Mitte von unserem Griff ist es weiß gehalten. Sieht schon geil aus. Also sieht schon geil aus. So. Dann schauen wir weiter. Was kommt noch? Hier kommt nichts. Ups, Entschuldigung. Hier ist auch nichts. Wie diese Verpackungskünstler das immer machen. Ich finde das immer faszinierend, dass die so viel Stuff in so ein relativ kleines in so einen relativ kleinen Platz reinkriegen. Es ist echt faszinierend. Aber ich meine, das machen ja auch Ingenieure oder so, ne? So. Bei so einem hochwertig teuren Gerät ist es klar, wir haben Kunststoff auch verbaut, um dort eine Kratzerbildung vorzubeugen, wird dort natürlich dann doch verpackungstechnisch recht viel investiert. Also viel Plastiktütchen etc., Überzüge und so ein Zeugs. Und natürlich, aber was wirklich toll ist, es ist jetzt nicht wie in den günstigen Varianten, wo alles voll mit Styropor ist. Hier ist viel Pappe und das ist auch ineinander gebaut. Sehr schön. So, hier haben wir also die Ladestation, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier unten sind nämlich Verbindungen. Das ist die Ladestation und hier wird dann auch euer Floor One gereinigt. So, was steht hier noch? Place the unit on the tray after each use to avoid water stains on floor. Das heißt also, nach jedem Reinigen solltet ihr das in die Ladestation packen, denn hier kann es auch super gereinigt werden. Was wir sehen ist, hier sind zwei Aussparungen für die hinteren Rollen, zwei Aussparungen für die vorderen beiden Rollen und hier ist dann demzufolge der Hauptrotor. Hier hinten wird das wohl reinritschen, weil hier sind zwei Kontakte. Das heißt, wir werden das hier gut reinschieben können. Das sieht man jetzt schon. Unterseite hat Gumminöppchen, damit wir unsere Bodeneinheiten nicht kaputt machen. Also das ist die Ladestation. Ein super Teil. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Den ziehe ich jetzt mal raus. Das ist unser Hauptakteur im Start. Der Hauptakteur hat natürlich alles integriert, was sein sollte. Und jetzt schauen wir uns mal an. Riecht gut. Riecht nicht chemisch, riecht nicht komisch. Also hat einen angenehmen Geruch. Alles cool. Weil wenn ihr immer so Billigzeug habt, das riecht immer so richtig nach Plastik. Jetzt ziehe ich mal hier die Kappe ab. Wow, schönes Display oben. Und hier seht ihr auch, was alles drauf sein wird. Ne? Da ist schon mal alles vor gezeichnet gewesen. Das habe ich jetzt abgezogen.
Und nun packen wir weiter aus. Das heißt, unten die Teile kommen zur Seite weg. Der ist wirklich ganz leicht, ey. Der ist ganz leicht. Der ist nicht schwer. Voll leicht. Boah. So. Und hier ist der Flow One. Ausgepackt. So, was haben wir hier alles? Wir haben also jetzt hier am Start. Eine Rolle sehe ich integriert im Flow One. Hier ist eine weitere Rolle. Dann die Ladestation ist ja hier. Das heißt, Ladestation haben wir. Ladestation. Der Flow One selber steht hier. Dann haben wir das Stück für den Griff. Das Griffstückli. Welches wir eigentlich ja schon mal einbauen können, oder? So, wir nehmen das. Jetzt gehen wir hin. Ich gucke mal, ob es beidseitig montierbar ist. Okay. Okay. So, wenn ihr hier reinfasst, dann merkt ihr einen Hubbel. Dieser Hubbel kommt hier am oberen Stück, ja, das ist sozusagen die Rail dahinter. Und jetzt drücken wir das einfach nach unten hinein. Es hat Knick gemacht, Klack gemacht und jetzt ist der Flow One damit auch transportabel und ich kann ihn anfassen. Superb. So, dann noch NEPA-Filter. Zubehör. Stromzeugs. Und Reinigungsmittel. Boah. Das ist also alles dabei. Na, hier oben ist er. Sieht schon fett aus. Sieht wirklich endfett aus. Sehr schön verarbeitet alles. Sehr schön verarbeitet. Sieht sehr professionell aus. Hier oben ist der Griff. Ist auch eine Standardhöhe, weil wir können ja auch hier kippen noch. Ne, da ist der Griff nach unten, den habe ich hier gerade eingerastet. Hier ist dann das Screen. Dann haben wir die Einheit hier vorne. Da kommt das Wasser rein. Und hier unten, da kommt das Wasser sozusagen raus. Also verbrauchtes Wasser. Dann unten haben wir die Rolle, wofür wir auch eine Reserverolle haben. HEPA-Filter, Zubehör. Und hier ist dann die Docking Station. Also alles da. Und sieht alles schon mal sautop aus. Ich das Zeug hier. So, guck mal, hier so ein bisschen was. Und jetzt lässt sich das hier auch so bewegen. Ne? Merkt ihr das? Ich kann runterfahren, hochfahren. Und ich kann auch, also das Gelenk ist ein Kugelgelenk, welches sich in der Höhe verändert und auch in der im Seitenschlag. Und dadurch, durch diese Veränderung der Lage, können wir das Teil auch super einfach dann lenken. So, mal gucken, wie weit er runtergehen kann. So weit geht's, ne? Ungefähr. Und dann kann er bis auf 90 hochgehen. So. Hier vorne noch etwas zum Auspacken. So. Hier unten drunter sehen wir unsere Bürste. Ne? Hier ist die Bürste. Hier ist vorne. Das heißt, hier kommt der Schmutz an, wird durch das Vlies aufgenommen. Hier hinten ist eine Silikonmanschette, die dann den Schmutz ins Innere transportiert und dort wird es dann abgesaugt. Hier sind zwei kleine Röllchen und hier hinten haben wir zwei gummierte große Röllchen, die dann das ganze System fahren lassen. So, und jetzt haben wir hier einen Knopfli. Hier ist ein Knöpfli. Den können wir entriegeln und dann nach oben klappen. Ja, also entriegeln nach vorne und dann können wir das Teil nach oben klappen und kriegen so Zugriff auf unsere Freundin hier drinne. Boah, fühlt sich schön an. Ja, ist ganz einfach, wie ihr seht. Dann könnt ihr hier drüben hochziehen und könnt hier dann auch die Vlieslage, die Vliesrolle ersetzen. Die können dann natürlich auch hier schön sauber machen. Jetzt schauen wir uns nämlich an, guckt mal hier, was hier ist. Hier haben wir nämlich dann den Punkt, wo es dann hineingesaugt wird. Ne? Das ist so ein konisch laufendes System. Und dann wird hier ja ein Vakuum erzeugt und saugt uns dann alles weg. So. Nee, Front-LEDs hat er nicht.
Sonst hätte ich die, glaube ich, jetzt langsam mal gesehen. Aber ist ja nicht schlimm, meine Güte. So, um die Rolle wieder reinzusetzen, wenn ihr sie zum Beispiel so richtig sauber gemacht habt oder ihr ersetzt sie einfach durch eine neue, weil irgendwann wird die Selbstreinigung auch nicht mehr packen. Ne? Also es ist ja physikalisch unmöglich, dass so eine Sache ohne Reibung abläuft und ohne dann doch irgendwann Verschleiß. Verschleiß wird es geben, aber das wird schon etwas dauern. So, da haben wir also hier jetzt die gelagerte Seite. Die andere Seite hat so ein Einrastsystem. Das heißt, hier ist eine Welle, die ja auch bewegt wird durch den Elektromotor. Und hier drüben wird es eingerastet bzw. eingeflutscht durch dieses System hier. Das heißt, wir gehen hin, gehen zuerst auf die, wenn ihr davor steht, auf die rechte Seite und packen das in die, drehen es nach links, nach rechts ein bisschen, bis wir dort einrasten können in die Bewegung vom Motor. Ne? Hier merkt ihr das, ich kann so ein bisschen hin und her bewegen. Das sollte man aber jetzt nicht machen, um einfach alles etwas zu schonen. So, dann drücken wir von oben drauf. Ne? Hier kann man also rein und raus drücken. Am besten ein bisschen anheben dabei. Merkt ihr das hier? Klack, klack. Und so sind wir jetzt wieder gerade in Position und können dieses Teil hier unten wieder reinhalten. Ne? Hier unten ist nämlich so ein kleiner Mechanismus verbaut, der nach oben geklappt werden kann. Zack, und wieder reindrücken. So haben wir also die Rolle ganz einfach ersetzt, ganz einfach ausgetauscht zu einer neuen, beziehungsweise haben hier irgendwelche Verstopfungen gelöst oder andere Sachen halt gemacht, ne? Wie zum Beispiel mal so richtig schön durchgewischt im Staubsauger oder im Reinigungssystem selber. Ne? Weil wir haben ja mehrere Sachen hier in einem, ne? Drei in einem. Wir haben Staubsaugen, wir haben Wischen und wir haben Nass-Trockensaugung. In einem Gerät. So, jetzt gehen wir eine Etage höher. Hier sind wir jetzt. Und hier, seht ihr, haben wir, ich gehe hier an die Seite, hier ist der Maximumstand, okay. Ihr solltet nach jeder Benutzung am besten das ausleeren, ist klar. Aber hier ist der maximale Stand. Aber ihr seht, da ist ja noch ein bisschen Puffer drauf. Ne? Also ihr seht, da ist noch Puffer eingebaut worden, damit das nicht, bloß nicht überläuft. Um es zu lösen, haben wir hier ein schönes, einfaches Systemchen drunter drücken. Und dadurch können wir dieses ganze System hier rausholen. So, nochmal. Ne? Das hier ist ein System. Diese ganze Kammer ist ein System. Wir können es entlocken, also um es dann freigängig zu machen, indem wir hier nach unten drücken und haben hier einen Griff dran und können so das ganze System jetzt aus dem Staubsauger herausholen. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier an. Hier seht ihr auch, die Luft wird hier lang laufen, nicht das Wasser, sondern die Luft wird hier lang laufen, denn es ist ja hier dann ein Elektromotor, der einen Unterdruck, ein Vakuum erzeugt und das kommt ja hier durch, läuft in den Tank und wird hier oben dann natürlich weitergeführt. So, jetzt haben wir hier den besagten Schmutzwasserbehälter. Wie gesagt, Maximallinie ist hier. Und hier sehen wir auch oben den HEPA-Filter. Wir haben zwei HEPA-Filter. Einer ist verbaut, einer ist hier. Das heißt, wir können einen säubern, einfach unter fließendes Wasser. Ne? Also einfach nehmen, Wasser. Aufklappen, schön sauber machen, okay? Danach wieder trocknen lassen, ganz wichtig. Und nicht nur 2 Stunden, wirklich, haltet euch da 24 Stunden in der Sonne. Das ist ganz wichtig, weil das ist ja ein Papierfilter, der, wenn dort doch noch Bakterien und Viren, Pilze sich absetzen, weil es feucht ist, also absetzen werden sie sowieso, das ist natürlich. Aber wenn das feucht ist, haben wir dann einen Nährboden für die geschaffen. Und dann wird euer Staubsauger oder 3-in-1 Staubsauger, Staubwischer, wird dann wirklich stinken. Das hatte ich schon mal gehabt. Ganz wichtig, durchwaschen, 24 Stunden chillen lassen. Ganz, ganz wichtig. So, den kann man einfach, wie ihr seht, hier, ne, der ist hier reingesteckt. Also einfach rausziehen. Ne? Rechts und links festhalten, raus damit. Und hier auch wieder Kläppchen dran öffnen. Schön mit Wasser säubern.
Wenn ihr damit bereit seid, alles cool. So, hier seht ihr also dann auch den Luftkanal. Hier wird dann die Luft durchgepustet. Also es wird jetzt das Wasser durch den Unterdruck hier angesaugt. Das Wasser kommt hier durch. Hier unten kommt es an. Wird dann auch da oben transportiert und dann abgeschieden. Sprich, das Wasser wird dann hier oben gegen den Mechanismus prallen, der da drinnen verbaut ist, wird dann runterlaufen in den Tank und die Luft wird natürlich weiter nach oben gefahren und die fährt dann hier durch den HEPA-Filter, damit auch alles Jod schön ist da drinnen, okay? Also wirklich cool. Und das Gleiche haben wir hier auch die Möglichkeit, dass wir dieses Teil entfernen. Habt ihr gemerkt, dass das ist so richtig so. Wir haben hier also ein Gummisystem verbaut mit mehreren Kammern. 1, 2 Nippel sind das. 1, 2, 3 Luftkammern dazwischen. Das dichtet viel besser ab. Und hier ist auch etwas Mechanisches drin. Das heißt, wir haben hier eine mechanische Ich-bin-voll-Info. Das ist ein Schwimmer. Hier ist ja Wasser. Das Wasser steigt. Dadurch steigt das Wasser und der mit Luft gefüllte Körper hier wird dadurch nach oben gedrückt. Der verschließt dadurch dann hier den Ausgang bzw. Eingang für die Luft. Okay? Und wenn das zu ist, dann kann die Luft nicht mehr entweichen nach außen. Sprich, wir haben eine verstopfte Leitung. Und das wird dann die Elektronik, die Sensoren werden das merken und euch sagen, ey, pass mal auf, ist wohl, mach mal leer. So funktioniert das. Das ist mechanisch gelöst. Mechanisch gelöst ist eine gute Sache, weil das sehr unanfällig ist für Fehler. Sehr sinnvoll gelöst, sehr geil. Das hier könnt ihr natürlich komplett waschen. Jetzt noch nie eine Waschmaschine, ne? Aber ihr könnt es waschen in eurem, mit Wasser, in eurem Waschwasser zum Beispiel oder so, Wischwasch-Wuschwasser, alles Mögliche. Und das Ding hier ist aus Silikon gefertigt und das ist dafür da, um diese Abscheidung halt zu machen. Wie ich schon vorhin sagte, ne, auch hier einfach dran halten, hoch. Und schon habt ihr hier die drei Teile in der Hand und könnt sie super einfach waschen. Danach richtig rum drauf, guck mal, so rum, nein. So rum, ja. Der Pfeil muss nach vorne sein. Ne, hier, alles klar. Hier ist also, das ist der Pfeil der Installation sozusagen. So sollen wir also reinfahren. Deshalb ist der Pfeil auch in Richtung Rückwand. Okay, Rückwand gesetzt. Nicht, dass ihr das falsch rum aufsetzt, weil das ist möglich. Guck mal, das da ist nicht gut. Das hier auf der anderen Seite ist gut. So, dann einfach wieder drauf machen, nachdem es getrocknet ist. Ne? Denkt dran, immer schön trocknen lassen. So, und dann kommt das Ding auch wieder drauf. Ihr müsst einfach nur hingehen. Ihr habt hier und hier zwei Führungen und zwei Aussparungen sind dann in dem Teil, in dem oberen Teil. Und dann drückt ihr das einfach wieder in Position zurück. Schon dichtet es wieder ab. Schon ist es wieder fest dran. Guck, es fällt nicht runter. Alles gut. Dann, danach gehen wir hin und bauen das Teil wieder ein. Ich gucke mal, ob man es beidseitig anbauen kann. So. Nee, die haben das so verschränkt angemacht, dass man es gar nicht falsch rum einbauen kann. Sehr nice. Wirklich, guck mal. Das ist auch wieder designtechnisch sinnvoll, wenn man sozusagen etwas fertigt, dass es selbsterklärend ist, wie es funktioniert. Wirklich cool. So, und wenn wir dann alles gereinigt haben oder alles uns jetzt angeschaut haben, dann kommt es wieder zurück in den unteren Bereich. Dazu gehen wir hin und fahren das einfach von vorne nach hinten rein. Ne, ihr seht, das geht ganz einfach. Reinfahren, draufdrücken, fest. Fest. Lösen, zack, fest. Hier beim Reinfahren nochmal kurz draufdrücken, damit das nicht rumfluddelt. Und zack, sind wir wieder hier installiert. Wow, nice, oder? So, Etage nach oben. Was haben wir hier? Hier ist der Frischwassertank, okay? Das heißt, hier kommt das Frischwasser rein. Hier ist also das Reservoir für unseren neuen Stuff. Hier kommt auch das Deodorant rein, das Reinigungsmittel, welches ihr verwenden wollt. Das sollte natürlich ein Flüssigwaschmittel, würde ich vorschlagen, da sein. Beziehungsweise natürlich das Reinigungs- und Deodorantmittel. Wie kriegen wir das auf? Hier ist ein Schalter. Schalter von der Seite. Guck mal hier, draufdrücken und dann entrastet das schon. Und schon kann ich es entnehmen.
Okay, ganz easy. Draufdrücken, raus damit. Zack, da haben wir. Was sehen wir hier? Hier sehen wir unten ein Ventil, auch mit schönem Silikon. Schöne Gummidichtung, Silikongummidichtung. Hier unten ist noch eine Install-Information. Und das hier ist also unser Bereich, wo das Frischwasser hineinkommt. Frischwasser zusätzlich mit ungefähr einer Kappe voll von dem Reinigungsmittel. Eine Kappe ist einfach eine Kappe von oben. Ne? Kommt hier mit rein, weil der Tank ist ja jetzt nicht riesig. Und ungefähr 60 Grad Celsius sollte diese Flüssigkeit beinhalten, weil wenn man etwas säubert, gibt es mehrere Komponenten, was euch dabei hilft, eine Säuberung durchzuführen. Und zwar erstens natürlich die Tenside, die dann zum Beispiel Fett lösen, Schmutz lösen etc. Dann gibt es also fettliebende und fettanziehende Punkte in der Mixtur, die dann das Fett zum Beispiel aufspalten und ablösen. Dann ist Reibung, also Mechanik, wichtig. Das heißt, Mechanik bekommen wir durch das Hin- und Herfahren und durch den Mob, der damit bewegt wird. Und das dritte ist Temperatur. Je wärmer die Flüssigkeit, je besser die Lösung, die Lösungsfähigkeit. Nur natürlich, ihr könnt hier kein kochendes Wasser reinkippen, weil wir sehen, hier unten sind Ventile dran. Diese Ventile arbeiten natürlich auch nur in einem Bereich, und die ganzen Siegelringe etc., die sind jetzt nicht bis 200 Grad geeignet. Das heißt also, macht ungefähr 60 Grad warmes Wasser rein. So, hier aufklappen und dann kann man das hier hineinfüllen. Ne? Hier rein, plopp, fertig. Ist auch schön gängig hier. Guck mal, das geht sogar hier in eine Sperre rein, aber in eine flexible Sperre rein. Den Tank selber kann ich nicht abnehmen, merke ich. Ich probiere es nochmal. Nein, der ist fest. Das heißt, hier durch dieses kleine Löchli kriegen wir unsere Wassermenge hier rein. Und hier unten ist dann das Ventil verbaut, hier unten. Und dann gibt es das Wasser an das System da unten ab. Hier oben ist ein Dichtring und hier ist auch nochmal ein Überdruckventil. Wenn ihr also zu heißes Wasser reinfüllt, wird hier oben das Überdruckventil aufgehen und das Wasser oder den Wasserdampf entweichen lassen. Sehr schön. Maximal Fülllinie ist hier oben an dem, ne, da steht der Max. Und so kriegen wir das super hier rein, ganz einfach auch wieder installiert. Beziehungsweise unten zuerst einlegen. Ne, also geht diesen Weg, dass ihr das nehmt, fahrt erst unten rein. Warum? Weil nämlich diese Dichtung hier mit der Dichtung mit dem Ventil übereinstimmen müssen. Das heißt, wir fahren rein, lassen es hier ein wenig im vorgebeugten Zustand und dann fahren wir es in die Einrastfunktion zurück. Zack, eingerastet, fertig. Damit ist das Gerät fertig zum Benutzen und boah, krasses Ding, sage ich euch. Boah, jetzt ist er bereit. Kommen wir nun zum Anstecken und Anklemmen des Equipments und der Dockingstation. Die Dockingstation steht vor uns, hier. Kommt gleich unser Freundchen drauf. Und jetzt haben wir hier noch solche Befestigungsfreunde dabei. Die kann man hier an der Seite gut rein ribbeln. Die kann man auch ganz leicht wieder entfernen, wie ihr seht. Ne? Rein, raus, rein, raus. Ne? Hier rechts kommt unser HEPA-Filter rein. So, guck mal, der chillt da schön ab. Schön, schön, dass er da ist. Nächstes Ding ist, die Halterung für die Ersatzrollen und für unser Werkzeug, sprich für unser Lösegerät, auf die andere Seite, auch wieder runter bis bündig des Gerätes. Alles ganz genau gefertigt. Jetzt haben wir ja hier die Wechselrolle, die kann man super hier einstellen. Und der Hintergrund da ist, wenn wir die ja reinigen alle paar Monate, dann kann man die auch feucht hier reinstellen. Warum? Weil hier unten ist so eine Aussparung, das heißt, da kann sich das überschüssige Wasser nochmal absetzen und wird dann im Laufe der Zeit abdunsten, verdunsten. Das heißt also, dort sollte, wenn die nicht pitschnass da reinkommt, also vorher immer schön ausdrücken und dann hier rein, sollte also da nichts passieren. Und unsere Klobürste kann hier vorne rein und so haben wir schon unsere Basisstation fertig. Jetzt müssen wir nur noch an Strom anschließen. Und auf der Rückseite gibt es dafür eine,
einen Anschluss, den stücken wir da rein und schon sind wir fertig und können unser 3-in-1 Gerät jetzt hier eindocken. Und zwar hier hinten gibt es eine Klappe. Hier führt das also dann zu den Ladefreunden runter. Das heißt, hier ist erstmal ein Schutz, dass wir nicht an die Kontakte kommen. Nice. Obwohl, das ist jetzt nicht mit Hochspannung, arbeitet das nicht. Also, ihr solltet euch da nicht so brutzeln, wenn ihr da auch an die Kontakte kommen würdet. So, das haben wir jetzt also. Jetzt können wir anfangen und uns unser Gerätchen selber mal da reinstellen zum Laden. Um unseren Tineco 3-in-1 Freund zu laden, nehmen wir ihn. Ich kann ihn super halten, bewegen, benutzen. Zack. Ne? Also nicht über Teppich fahren, dafür ist er jetzt nicht geeignet. Ich mache das jetzt hier nur mal zur Probe. Ja, es kann in der Höhe also verstellbar sein und hier zum Lenken. Super. Sehr kompakt, weil an einem Gerät. So, wir klicken den oben rein, weil hier ist so ein, guck mal hier jetzt. Wenn ich den so habe, dann ist der in der Dockingstationshaltung. Wenn ich jetzt hier einen Fuß drauf halte, kann ich den auch dann in die Arbeitsstellung bringen und rumfahren. Das heißt, Dockingstationshaltung einnehmen und dann wupp, hochheben, zwupp und reinsliden lassen. Super. Das war's. Jetzt gerade hat das Gerät mit mir gesprochen und hat gesagt, Charging is recommended. Das heißt, er ist jetzt schon am Laden und wenn er vollgeladen ist, dann werden wir mal eine Runde sauber machen mit dem Freund hier. So einfach und es passt alles ineinander. Ich kann ja mal ein paar Mal raus und reinpacken, mal gucken, ob es Probleme gibt. Ich hatte nämlich mal einen Akkustaubsauger, der hatte echt Probleme. Charging has commenced. Andere Seite. Charging has commenced. Funktioniert super. Dritte Mal, vierte Mal in Folge. Charging has commenced. Spitze. Echt spitze. Da merkt man den qualitativen Unterschied. Gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus, dann habt ihr viel besseren Stuff. Wenn ihr den Freund hier oben wieder abmachen möchtet oder müsst, weil es zurückschickt oder weil es zur Reparatur muss oder weil ihr einfach umzieht und den langen Stab nicht haben wollt, dann könnt ihr hier hinten, hier, okay, hier reindrücken und da ist nämlich ein Widerstand und wenn wir den überschwaddeln, sprich die Feder da drin überdrücken, können wir, also da ist so ein Knopf drin, so Knopf, dann können wir den Stab wieder herausziehen, okay? So, also drücken und dann seht ihr, kommt hier, hier sind jetzt schon ein Stückchen rausgekommen, können wir die Feder dadurch zurückdrücken, die hier festhält und das, ne, hier haben wir gerade festgedrückt, da, das haben wir gerade reingedrückt, das ist hier und so können wir den Kumpel wieder rausholen, ne? So, ne, ihr seht, zwupp, war der wieder raus, denn hier unten, das war ja gerade hier drin, das heißt, wir haben hier reingedrückt, beziehungsweise hier unten reingedrückt, bin jetzt nicht sicher wo, und haben, können dadurch den Freund wieder rausholen. Wenn ihr natürlich könnt ihr wieder reinbauen, ne? Ist ja noch nichts defekt hier, funktioniert ja alles noch. Das heißt also wieder reinsliden und zurückdrücken, dann, zack, ist er wieder fest. So easy, könnt ihr dann auch wieder hier das obere Teil abmachen, weil der nimmt ja schon ein bisschen mehr Platz weg. Und es ist ja schon gefährlich beim Umzug oder so, dass hier der Stab so rausballert. Und so könnt ihr den nochmal rausmachen und dann ihn etwas sicherer verschwabbeln. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Ich habe die Tineco-App runtergeladen. Ich habe die natürlich schon, weil ich ja einen weiteren Tineco-Staubsauger besitze. Also Tineco. Jetzt wird die Tineco-App gestartet. Ihr müsst, wenn ihr neu seid, einfach einen Benutzer anlegen. Also ihr müsst euch mit einer E-Mail-Adresse dann hier integrieren. Dann müsst ihr dann einen Account erstellen, kriegt eine Verifizierungs-E-Mail und könnt dann loslegen. So, und die E-Mail, ach Quatsch, die Tineco-App ist jetzt an. Hier seht man meinen anderen, das ist der Pure1S 11. Von dem bin ich total begeistert und ich denke mal, deshalb wird mich das hier auch voll flashen. Der Pure1S 11 ist ein Akku-Staubsauger und hier ist jetzt das Premium Deluxe. Hier kannst du direkt mit wischen. So, also den wollen wir jetzt hinzufügen, also Gerät hinzufügen.
Aber bevor ich jetzt weitermache, guck mal hier oben, das ist sehr cool. Hier seht ihr nämlich jetzt, Reinigungsberichte werden gesetzt. Ne? Also hier sowas, das wird dann mit dem Gerät genauso gehen. Ihr habt Reinigungsberichte, Protokolle, wie viel schon gesaugt worden ist, etc. Und hier, ne, hier seht, ich habe jetzt schon 75,96 T Staub vernichtet und 24 Minuten habe ich insgesamt da rumgesaugt. Voll cool, oder? Und dann steht er zuletzt benutzt, etc. Ne? Der ist jetzt gerade offline, weil er ist am Laden. Okay, jetzt geht's los. Wir werden jetzt ein Gerät hinzufügen. Zubehör, harte Bodenreiniger, kabellose Staubsauger, Föhn. Bodenreiniger. Flow One R3 Series. Das ist unserer. Das heißt, momentan haben sie nur einen auf dem Markt. Und das ist dieser. So, stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist und drücken Sie den Schalter 2 Sekunden lang. Der Schalter ist vorne und den drücken wir jetzt 2 Sekunden. Das heißt also 1, 2. Wir sind jetzt im Auto-Modus. Hier, der ist angegangen. Ne, ihr seht also, jetzt ist er im Standby-Modus. Jetzt gehen wir auf Weiter. Position des Barcodes, der befindet sich hier, hier unten. Da unten ist er. Gehen wir jetzt gleich hin und scannen den ein. Wirklich voll cool haben die das gemacht. Also ich bin total begeistert. So 2 Sekunden lang die WLAN-Rückstelltaste. Diese ist hier in dem Bereich. Und dann können wir, der unterstützt das 2,4 GHz Band, aber hat keinen Schiss. Alle Router, die ein 5 GHz Band funken, können auch im 2,4 GHz Band funken. Deshalb, wenn ihr, warum auch immer, das 2,4 GHz Band ausgeschaltet haben sollt, geht ihr also in eurem Router und macht da einfach ein weiteres WLAN, setzt ein neues WLAN mit 2,4. Meistens in den modernen Routern ist es sogar das gleiche, wird halt nur auf 2 Frequenzbändern geführt. So, also 2,4 GHz, es gibt auch 5 GHz. Wir haben jetzt also hier, das ist mein WLAN, PDP-Performance. Hier unten ist Passwort, habe ich eingegeben. Passwort merken, damit wir es nicht immer eingeben müssen. Und dann gehen wir auf Weiter und können jetzt den Barcode scannen. So, hier ist die Rückseite des Gerätes. Jetzt scannen wir den Barcode, indem wir mit unserer Kamera hier den Barcode zack aufnehmen. Und hier natürlich jetzt 3 Sekunden die Taste drücken. 1, 2, 3. Jetzt fängt nämlich hier an, das WLAN-Symbol zu blinken. Guck mal da. Ne? Okay. Das heißt also, jetzt verbinden wir diese beiden Geräte miteinander. Das kann einen Moment dauern. Hier seht ihr den Ladestatus des Staubsaugers. Und ihr müsst jetzt natürlich, dass es verbinden darf, drücken. Und hier draußen seht ihr diesen Powerring. Der ist jetzt halt blau, weil er im Standby-Modus ist. Und jetzt gerade sind wir verbunden. Network connected. Und sie spricht sogar mit uns. Das finde ich so geil. Network connected. So, geben Sie dem Gerät einen Namen. Mhm. Das ist der Flow One S3 Hero. So, das ist jetzt der Flow One Superhero. Okay, jetzt starten wir. Und jetzt seht ihr, habe ich hier oben meinen Pure One SLF und hier unten ist der Pure One Superhero. Hier steht Wasserersparnis 0 Liter, insgesamt 0 Minuten. Das heißt, ihr seid live dabei beim ersten Mal. Jetzt ist der online, mein anderer ist offline, wie ihr seht, weil der am Rumladen ist. Zack, wir gehen rein. Was haben wir jetzt? Reinigungsstatus ist ausgezeichnet. Yeah! Dann sehen wir hier Reinigungsstatus, dann sehen wir hier Batteriepower, der Akku ist auf 99%. Dann hier der saubere Wasserbehälter, das ist der obere Wasserbehälter. Normal, dann der verschmutzte Wasserbehälter, das ist der untere. Hier ist auch noch normal, weil wir noch nichts gemacht haben. Dann hier eine Voice Prompts disabled. Jetzt hier unten können wir also Voice Prompts on. Jetzt können wir also die Sprachwiedergabe aus- und anschalten nochmal. Voice Prompts disabled. Voice Prompts disabled. Voice Prompts on. Voice Prompts on. Keine Ahnung, was das heißt. Dann können wir hier oben die Leistung absehen, dann hier das Sprühvolumen, wenn wir sprühen, hier ist im Automatikmodus, Maximalmodus und hier die Selbstreinigung. Das können wir, wenn das Gerät an ist und halt benutzt worden ist, werden diese Tasten auch noch benutzbar werden. Dann können wir nämlich hier dann über die App auch
ihn steuern, auf maximale Leistung gehen, auf die Selbstreinigung gehen, auf den Automatikmodus oder auf den Maximalmodus, kann man dann switchen. Und hier seht ihr halt immer den Füllstand vom Akku, vom sauberen Wasserbehältnis, vom verschmutzten Haus. Und den Reinigungsstatus ist ausgezeichnet. Geiles Ding. So, und mit dieser Connection werden wir jetzt anfangen, eine Runde mal richtig sauber zu machen. Was wir natürlich jetzt auch hier haben, haben wir hier, da seht ihr, wenn das rot wird, dann bedeutet das, dass er automatisch im Automatikmodus dann stärker saugen wird. Hier drüben ist dann die Stärke des momentanen Saugstatuses, dann ist es im Automodus oder Maximalmodus, WLAN ist verbunden und die Fülltemperatur von, also die Füllkapazität unteres Akkus, der hier verbaut ist. Und dann gibt es hier in der Mitte noch Sachen, die aufleuchten können, zum Beispiel, wenn ein Behälter voll ist, weil ihr könnt es auch ohne die App benutzen, ne? Ohne Frage. Es geht mit App oder ohne App. Und hier gibt es natürlich dann auch die Zeichen, die euch informieren dann, ob etwas verstopft ist, ob etwas gewartet werden muss, beziehungsweise wieder freigemacht werden muss oder ob ein Frischwasser- oder Abwasserbehälter voll sein wird. Das Gleiche sieht man natürlich auch in der App, nur dort bekommt ihr nochmal eine detailliertere Angabe, sprich dort wird euch dann genau gesagt, was und wo und wie und warum und weshalb. Also super App, Integration mit einem smarten, mit euch sprechenden Staubsauger und Wischmopp in einem. Jetzt befüllen wir unseren Wasser- oder Frischwassertank. Und wenn ihr habt, einfach euren Wasserhahn, der warm Wasser anliegen hat, volle Pulle anmachen, weil das Wasser, was da rauskommt, sollte ungefähr 60 bis 70 Grad haben. Das heißt, das sollte das hier aushalten. So, natürlich geht das auch mit kaltem Wasser, ohne Frage. Nur halt, wie gesagt, die Reinigungspower wird ein wenig drunter leiden. Okay, drunter leiden, weil halt ein Aspekt der Reinigung nicht erfüllt ist. Wir öffnen und sehen hier den Einfüllstutzen. Jetzt holen wir uns Reinigungsmittel. Es darf kein scharfes sein. Es kann das zum Beispiel sein, was von Teneco ist. Das ist eine Flasche ist dabei. Die könnt ihr auch nachordern. Jetzt nehmen wir uns hier eine Kappe, machen die voll. So, so, zack. Ihr könnt auch im krassen Fall auch nur mit Wasser machen. Das geht auch. Ne? Jetzt nehmen wir uns das und kippen das da rein. So, plopp, rein damit. So, jetzt haben wir ein Käppchen. Also ihr seht, es nicht viel. Das heißt, das wird recht lange halten. Kommt darauf an, wie viel ihr am Rumwaschen seid. Das ist klar. Und jetzt lassen wir hier das Wasser reinlaufen. Gerade halten. Wasser rein. Wassermarsch. Und lassen jetzt hier frisches, klares, warmes Wasser rein. Am besten warmes Wasser. Und dadurch vermischt sich dann auch schon das Reinigungsmittel mit unserem frischen Wasser. Ihr könnt alternativ, ja, müsst ihr einfach testen. Ich werde das mal testen, ein paar Mal. Und ihr seht, hier sind wir jetzt bei der Maximallinie. Jetzt können wir hier zumachen. Zack. Und dadurch, dass das hier oben Gummi hat, sollte auch dicht sein. Ja, ist auch dicht. So, seht ihr? Kommt nichts raus. Natürlich würde ich das jetzt nicht in meinen Rucksack da packen und damit den ganzen Tag wandern, ne? Weil es geht schnell auf. Also, versucht es dann hochkant zu halten, sprich also richtig rum zu greifen und wieder zurück zum Staubsauger-Mischfreund. Um jetzt zu starten, haben wir hier unser Frischwasser. Das frische Wasser mit dem Reinigungsmittel. Das kommt jetzt. Unser Gerät steht in der Docking Station, ist vollgeladen auf 100%. Jetzt gehen wir hin, lassen das erstmal unten rein gleiten, so, setzen das in Position, ja, also auf das Ventil und dann drücken wir es oben rein, bis es hörbar einrastet. So, jetzt haben wir also hier frisches Wasser mit Reinigungsmittel. Hier unten ist noch nichts, weil wir haben noch kein Abwasser, das ist das erste Mal, dass wir benutzen. Akku ist vollgeladen, WLAN-Verbindung steht, Gerät ist zusammengebaut und wir können nun anfangen, diesen Abschnitt hier mal zu reinigen, um zu hören, wie laut er ist und auch zu sehen, wie es überhaupt funktioniert. Lass uns beginnen. Ihr nehmt das einfach, startet hier dann das Gerät, drückt dann entweder den Maximal- oder Automatikmodus ein. Automatikmodus bedeutet, dass er dann automatisch die Saugleistung anpasst auf die gerade gegebenen
ansässigen Locations etc. Und natürlich könnt ihr das in der App auch verfolgen und dort auch nochmal regulierend eingreifen. Am einfachsten ist aber wirklich immer den Automatikmodus, weil der ist bis jetzt super gewesen. Also bei meinen anderen Geräten von Tenneco haben die super funktioniert. Das ist wirklich easy peasy, Leute. Und dann saugen wir und wischen in einem. Das heißt, wir wischen den Boden und saugen alles weg. Wir sparen uns demzufolge dann den Saugprozess, also mit einem extra Staubsaug. So, auf geht's. Wir saugen jetzt los. Nach dem Reinigen heißt es Power off. Yeah. Und natürlich, bevor wir ihn jetzt zurück in die Dogging Station geben und dann eine Reinigung der Bürste assoziieren oder initialisieren, sollten wir unten den Abwasserbehälter leeren. Also entnehmen wir diesen jetzt. Ist eine ganz saubere Sache, wie ihr seht. Und können hiermit jetzt hin und den entleeren und säubern. Und dann packen wir den hier wieder rein und können danach zum Beispiel entweder weiter saugen oder natürlich wir können die Reinigung der Bürste unten initialisieren. So, hier sind wir. Jetzt öffnen wir mal unser Gefäß. So, hier oben, ne, den Filter nicht nass werden lassen, denn der ist eigentlich nur zum Lüften da. Und jetzt legen wir den Schwimmer mal zur Seite und schauen uns an, was wir da schon alles eingesaugt haben. Guckt euch das an. Boah, super, hat super funktioniert. Es ist wirklich ganz milchig geworden, die Flüssigkeit. Das heißt, wir haben ganz viel Schmutz aufgenommen. Das ist sehr gut. Sehr gutes Ergebnis. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. So, jetzt können wir den hier noch abnehmen und kippen das jetzt aus. Oh, guck mal, was für eine braune Brühe das war. Leutchens. So, und jetzt einfach abwaschen. Sprich, Wasser nehmen. Am besten natürlich warmes Wasser. Schwuppdiwupp, aus damit. Hier oben auch noch ein bisschen säubern. So, zack. Hier kommt jetzt wieder rein. Denkt dran, das richtig rumzumachen. So, jetzt gehen wir noch hin. Den haben wir jetzt also gereinigt. Jetzt gehen wir noch hin, machen hier unter fließendem Wasser. Schön sauber machen. So. Und das war's auch schon. Jetzt das trocknen lassen. Und wenn es trocken ist, dann können wir es wieder zusammenbauen. So, richtig rum rein. Geht nur so rum. Und zack. Und schon wieder bereit, um einsatzfähig zu sein. Natürlich achtet darauf, lasst es immer trocknen, damit sich einfach kein Schimmel bildet.
weil es ist ja ein geschlossenes System und weil Schimmel ist immer blöd. Ne? Also trocknen lassen und dann können wir hinfortfahren mit dem Reinigungsprozess oder den Selbstreinigungszyklus. So, jetzt machen wir den Schmutzwasserbehälter, der gereinigt worden ist, von uns wieder hinein. Das heißt, wir gehen wieder unten dran, setzen das in Position, drücken es rein. Jetzt achtet nochmal darauf, dass hier natürlich noch Frischwasser drin ist mit dem Reinigungsliquid. Und dann können wir hier ihn in die Docking Station stellen. Charging has commenced. Auto detecting whether to run self-cleaning cycle. Please begin self-cleaning cycle. Und jetzt hat er gesagt uns, dass er jetzt gerne den Reinigungsprozess starten würde. Please clean dirty water tank. Genau, wir sollen also den Dirty Water Tank, den hier unten reinigen und wieder einsetzen. Das haben wir getan. Und jetzt wartet er sozusagen auf das Go von uns, dass wir loslegen zum Reinigen. Please clean dirty water tank. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal in der Tineco-App selber geht ihr auf die Selbstreinigungstaste. Die ist rechts unten im Bedienfeld. Oder benutzt hier oben drauf die Taste manuell. Ich drücke jetzt mal manuell. Und jetzt fängt er an, die Selbstreinigung durchzuführen. Das heißt, dieser Brush hier unten, diese Rolle, wird jetzt benetzt mit dem Reinigungsliquid und läuft und läuft und läuft. Dann wird nämlich, werden die Leitungen gespült. Er hat also jetzt zuerst kontrolliert, wie dreckig das Ding ist. Dann hat er die Rolle gereinigt in der ersten Runde. Jetzt wird geschrubbt. Jetzt wird die Rolle tiefengereinigt, das heißt mit relativ viel Flüssigkeit gearbeitet, um dort den ganzen Dreck rauszulösen, den wir ja vorher reinmassiert haben durch unseren Reinigungsprozess bei uns zu Hause. Super geil, oder? Leute, das war echt cool. Self-cleaning cycle complete. Please clean dirty water tank and debris channel. Jetzt sollen wir also die Sachen nochmal reinigen, denn wir schauen uns das an. Wir haben jetzt durch die eine Reinigung, seht ihr hier, so ein Stückchen schon bekommen und die Flüssigkeit ist auch milchig geworden. Das heißt also, aus der Rolle wurde jetzt der Schmutz herausgeholt und kann jetzt hier im Schmutzwassertank aufgefangen werden. Und unser Frischwassertank ist auch zur Hälfte geleert. Alles okay, ne? weil wir wollen ja, dass Flüssigkeit benutzt wird, um den Boden erstmal sauber zu kriegen. Und dann wird auch noch dieses Teil gereinigt. Und wir können uns jetzt mal angucken, wie nass das ist oder wie schön das geworden ist. Ich baue es mal kurz aus. So. Super, ist ganz sauber, ist ganz wuschig, es ist ein wenig feucht, ist ein Tick noch feucht. Wenn wir jetzt die neue dagegen halten, seht ihr, ist ein bisschen feucht noch, aber vollkommen cool. Super, ich habe hiermit schon gewischt, hiermit noch nicht gewischt. Das heißt, die Selbstreinigung hat sehr gut funktioniert.
Also das ist eine innovative, coole Technik. Dann auch hier unten immer säubern, hier säubern. Aber das müsst ihr natürlich nicht jeden Tag machen. Da reicht das. Kommt darauf an, in welchem Level ihr reinigen wollt. Ich denke, ich werde das einmal im Monat komplett reinigen, aber dann jeden Tag ganz normal damit wischen und saugen. So, das heißt also, den Tank leeren, säubern, einfach ausspülen, wieder hier reinpacken. Danach geht dieses Gerät automatisch in den Lademodus. Also wirklich toll. Sehr innovativ, sehr einfache Bedienung. Was ich ganz toll finde, ist, dass es mit euch spricht. Muss es nicht. Ihr könnt es auf Mute schalten. Also ihr könnt es ausschalten, dass es nicht mehr mit euch spricht. Das muss ja nicht sein. Die App ist wundervoll. Da kriegt ihr nämlich immer Erinnerungen. Mach mal sauber zum Beispiel. Weil sowas vergisst man schon mal gerne. Top. Top Teil. Echt cool. Ich mache das jetzt sauber und ab jetzt wird jeden Tag hier richtig schön durchgewischt. Feucht durchgewischt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.